Willkommen zurück, Freunde. Bevor wir weitermachen, wollte ich noch mal... War das hier? Etwas nachholen. Und zwar gibt es noch ein Gebiet, in dem wir nicht waren. Das ist ein optionales Gebiet. Da soll es auch noch ein paar Bosse und verschiedene interessante Dinge geben. Und bevor ich das Ding komplett ignoriere, verpasse, skippe, dachte ich mir, machen wir das mal eben schnell. Okay, wunderbar, denn hier soll, genau, hier ist oh, das Ding nehmen wir uns gleich mal mit. Oh, da hat er uns eine gegeben. Da haben wir die Glockentuse. Wehe dem. Und dort in der Mitte soll jetzt ein Schlüssel sein. Das ist, da unten waren wir, der Typ mit der MG, dann, ich glaube sogar zwei von diesen großen. Und ich habe mich immer gefragt, was ist das hier? Und das ist der Schlüssel zur Kathedrale. Ich könnte mich hier verziehen mit einem Item, aber ich bin geizig, deswegen werde ich dieses Item nicht nutzen. Nope, da oben war keine Lampe. Gut. Dann düsen wir hier eben lang. Genau, einmal durch und dann sind wir auch schon wieder bei der Lampe und können zurück. Das war jetzt Part Nummer 1. Ich weiß nicht, ob das schon der leichtere war. Und nun gehen wir, ne, zum Grab Odons, ja. Wir wollen nämlich, ich glaube, das ist der obere Kathedralbezirk. Ich bin mir da jetzt aber nicht sicher. Okay, das war falsch, aber bevor wir jetzt zurückgehen und dann nochmal uns richtig porten, können wir, das war nämlich dort, wo wir gegen Pater Gaston gekämpft haben, einmal hier hoch und dann war das doch der Kathedralbezirk. Kathedralbezirk, genau. Dann tun wir einfach so, als wenn wir jetzt bei der Lampe dort rausgekommen wären. Genau, das Ding haben wir schon offen. Da waren wir ja schon mal. Aber mit dem Schlüssel, den wir jetzt haben, sollen wir eine Tür aufkriegen. Was ich natürlich auch noch testen könnte, ist, es gibt noch eine Gruft. Da gibt es ja auch noch mal eine verschlossene Tür. Ob ich die mittlerweile auch öffnen kann. Ich habe nämlich so viele Schlüssel eingesammelt und noch nicht alle ausprobiert. Ah, schnell hoch. Alles weghauen, damit die uns hier nicht auf die Nerven gehen. Oh ne, hier wieder mit seinem Flammenwerfer.
Gut. Da haben wir auf jeden Fall Ludwigs heilige Klinge herbekommen. Sehr schön. Oberer Kathedralbezirk. Genau, da sind wir jetzt richtig. Keine Lampe. Was ist das? Gut, können wir nicht mitreden, also wird's getötet. Sehr schön. Da haben wir ihn doch noch schnell erwischt. Wunderbar. Der ist auch hinüber. Wunderbar. Und da vorne haben wir unsere Lampe. Sehr schön. Der stinkt hier so ein bisschen vor sich her. Aber kein Problem. Nieten wir auch um. Okay, nee, das war ein Fass. Im ersten Moment habe ich gedacht, dass das eine Truhe wäre. Natürlich ist das Ding wieder gesperrt. Ah, ich bin... Wow. Was ist denn hier los? War meine HP wirklich so low oder haben die so viel Damage gemacht? Ich habe ehrlich gesagt gar nicht auf meine HP geachtet. Aber gut, das holen wir uns wieder. Ups. Ja, die machen aber auf den ersten Blick schon guten Damage. Und das alles für ein bisschen Kaltblut, okay. Diese komischen Riesenblutegel machen anscheinend hier irgend so eine Volkswanderung. So, Sensenmann. Ach, das ist ein Brainsucker. Habe ich aber ein bisschen spät gecheckt. Das Chor-Outfit, okay. Dann können wir uns wie ein Chorknabe anziehen, oder wie? Ist aber auch duster hier.
Okay, alles was 2 Meter weg ist, sehen wir aber trotzdem nicht. Da war wieder ein Brainsucker. Wow. Shit, der hat mich ja fast gekillt. Und der hat blaue Augen. Da können wir nach unten gehen, machen wir aber erstmal nicht. Dann machen wir das doch. Na komm schon. Alle down, ja. So, unten war noch ein Brainsucker. Ach, und noch ein Werwolf. Haben die irgendein Serum gekriegt oder wieso sind die auf einmal so stark? Umhauen. Ah, wieder ein Brainsucker. Shit. Komm, steh auf. Der Dude war aber auch ein bisschen aggressiv drauf. Oh Gott. Okay, der hält aber auch gut was aus. Weg mit dir. Okay, da haben wir einen Schlüssel bekommen. Oh, woher kommt der denn jetzt? Sieben Angriffe, wow. Dort gehen wir aber später durch. Ah, das ist jetzt hier die Abkürzung, okay. Bei der Leiter habe ich eigentlich gedacht, dass wir dann dort entsprechend rauskommen. Aber gut, so, wir werden hier mit Loot gelockt.
Dieses Augenklappending habe ich gesehen. Klingt erstmal sehr interessant. Okay, hier geht's runter. Sehr schön. Hat der Kronleuchter den Brainsucker platt gemacht? Ich glaube nicht. Haben wir jetzt eine Abkürzung freigeschaltet? Ja. Genau, das war hier ganz am Anfang. Sehr schön. Aber es wird immer verwirrender für mich. Weil hier draußen geht's lang. In dieser komischen Kirche, Kathedrale, Kapelle geht's lang. Das erinnert mich an das Gebiet. Ist das nicht dieser astrale Uhrturm, wo wir gegen Maria gekämpft haben, draußen der Garten? Ja, super. Oh Gott. So, ist das jetzt hier der Boss? Ja. Ah, shit. Der ist doch fast down. Okay, jetzt ist er down. Die letzten paar Prozent haben es nochmal ordentlich spannend gemacht. Und nachdem er so groß geworden ist, hat er auch nochmal ordentlich Damage rausgedrückt. Hier sie. Ah, da oben ist eine Lampe. Sehr schön. Ja, wie im Add-on. Okay, jetzt weiß ich aber nicht, ob wir da reingehen sollten. Oder ob wir erstmal zurückgehen. Ich würde sogar fast sagen, wir gehen erst einmal zurück. Denn hier könnte eventuell auch nochmal der zweite Boss sein. Ich habe auch erst gedacht, die Blutechos auszugeben, aber wenn ich das mache, dann respawnt hier ja alles. Wir düsen erstmal hier zurück.
Oh, da ist der. Ja, super. Weg mit dir. Gleich wieder voll heilen. Jetzt sollten wir doch hier unten safe sein. Ja. Ja, shit, jetzt habe ich vergessen, wo die Tür war. Gott. Ah, okay, genau entgegengesetzt. Und hier ist nichts, oder wie? Wir haben nur ein neues Emote bekommen. Gut. Ja, dann kehren wir mal in den Traum des Jägers zurück. Geben unsere Echos aus und dann geht's natürlich weiter. Bevor wir hier weitermachen, nochmal nachfüllen. Heiltränke sehen auch nicht mehr so fresh aus. Ein guter Jäger. Was? Dann geben wir das ganze Zeug mal aus. Zweimal auf Geschick. Ja, ein bisschen Verteidigung dazu, ein bisschen mehr Damage. Sehr schön. Das ganze Zeug ist gesichert, also. Genau, hier war das. Ja, der erste Grabstein ist fast komplett voll. Wenn wir jetzt den nächsten Boss umhauen, bekommen wir nochmal einen Waypoint dazu und dann war's das. So schnell kann's gehen. So, jetzt können wir weitermachen. Na, lebt immer noch. Wow. Ich habe eher an einen Werwolf oder so gedacht. Oh nein, da sind diese komischen Pilzviecher. Ist hier unten gleich direkt der nächste Boss? Wirkt irgendwie so. Ja, da vorne ist gleich ein Boss. Okay, gut. Altar der Verzweiflung. Als ich da eben runtergeguckt habe, sah das irgendwie kirchlich aus. Das hier wirkt jetzt irgendwie apokalyptisch.
Oh, schöne Headnut hat sie mir gegeben. Weg. Na, jetzt hat sie mich mit dem Schädel erwischt. Na verdammt, ich hänge hier schon wieder fest. Aber noch weggekommen. So, hier haben wir ein bisschen offenes Feld. Oh, shit, 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 das ist nicht gut. Oh Mann, das war jetzt, glaube ich, absolut unnötig. Als wir neben dem Vieh waren, beziehungsweise auch hinter dem Vieh, war das alles kein Problem. Sobald wir irgendwie meinen, nach vorne zu gehen, haben wir ein Problem. Aber ich glaube nicht, dass uns dieser Boss allzu lange aufhalten wird. Hoffe ich zumindest nicht, weil ganz so schwer war der jetzt nicht. Ja, notfalls kann man sich hier auch nochmal Hilfe holen. Ich glaube, das Anvisieren ist hier ein bisschen schädlich. Na, da hätte ich wahrscheinlich noch mal den Schädel spalten können. Ich glaube, hier hinten zwischen den Beinen ist nice. Oder zwischen den Tentakeln. Oha, was war das denn jetzt schon wieder? Das lief eben so easy und entspannt. Und dann kommt auf einmal so ein komisches Zeug.
Jetzt will mich das Vieh, glaube ich, richtig ärgern. Aber das Vieh scheint mir auch irgendwie so eine Gottheit aus dem Lovecraft-Universum zu sein. Macht auf jeden Fall den Eindruck. So, lassen wir das Ding vorsichtshalber mal nach oben fahren. Ich hoffe nicht, dass wir es benötigen, aber wer weiß. Oh shit, da hat's mich erwischt. Ich weiß nicht, wie ich den Wahnsinn stoppen kann. Komm schon. Schnell weg. Schon. Sehr nice. Okay, das war jetzt der dritte Try. Wunderbar. Wir haben einen neuen weiteren Kelch bekommen. Haben wir hier auch noch irgendwas? Irgendwas Amygdala-mäßiges oder? Nee, das ist Rom, ne? Die Spinne. Aber irgendwas können wir dort anscheinend tun. Aber ich habe nicht das richtige Zeug dabei. Gut. Okay. Wow. Da ist der Puls aber auch noch mal ein bisschen nach oben gegangen. Aber da auch wieder hinter dem Vieh stehen, ist kein Problem. Aber wir müssen auch erstmal nach hinten kommen. Haben wir hier irgendwas Neues bekommen? Ich glaube nicht.
Aber man weiß ja nie. Nee. In dem Fall nicht. Amygdalas Gemach. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen in den Albtraum. Ja, wobei. Ob ich wirklich dahin will, keine Ahnung. Aber wir müssen. Das Problem ist, egal gegen wen wir kämpfen, ich weiß nie, wie wir den Wahnsinn bekommen. Und wie wir das verhindern können. Eventuell sind das wirklich diese Viecher. Ich hab keine Ahnung, woher das Ding kommt. Der Balken füllt sich weiterhin. Jetzt nicht mehr. Wird weniger. Keine Ahnung, was hier los ist. Aber ihr bleibt mal draußen. Ah, shit, ein Haufen Spinnen. So, hier sollte ich doch einigermaßen safe sein. Und weg mit dem Vieh. Ach, da sind noch welche. Gut, aber zu einem richtigen Albtraum passen ja Spinnen. Da haben ja viele eine Phobie. Okay, was erwartet uns hier noch so alles? Das Resident Evil Geheule oder wie? Ist der Dude vielleicht Ludwig in seiner Menschengestalt? Der hat auf jeden Fall sein Schwert, seine heilige Klinge. Blutsamen, genau, das können wir der Ekelblut Königin geben. Ich habe ihr auch schon 2 oder 3 davon gegeben. Wir haben nur eine Pose bislang bekommen. Oh, das ist der Mann in der eisernen Maske. Wir sind mal wieder nicht wirklich nett.
Nett. Ja, das glaube ich sehr gut, dass wir dort das Ding haben. Da haben wir... Ah, da oben haben wir noch eine Kiste. Ich denke immer an Rüstung oder Waffe, aber weder noch. Wirbelsäule, okay. Gut, kann man nicht kaputt machen. Wieso reagieren die nicht? Das ist mir ein bisschen suspekt. Und da unten sind bestimmt Gegner in einer ganz anderen Kategorie. Da springe ich schon hinter ihn und lande dann wieder direkt vor ihm. Okay, wenn er uns so häufig trifft, bekommen wir hier irgendwie so eine Art Wahnsinn ist das nicht. Oh, sieh mal einer an, jetzt wehren die sich. So, erstmal den wegwämsen. Okay, die Range von der Kette unterschätze ich jedes Mal. Haben wir hier noch irgendwo was rumliegen? Nee, ne? Oh Mann, da höre ich doch wieder irgendwelche Kreaturen, Bestien. Waren das jetzt Raben mit einem Hundekopf?
Und ein Hund mit einem Rabenkopf. Okay, Respekt, Leute, da habt ihr euch echt was einfallen lassen. So, wie kommen wir da jetzt hin? Das passt, einfach nur schnell rüberlaufen. Da haben wir zwei Aufzüge. Geile Viecher. Der Style gefällt mir. Gut, schauen wir erstmal, was wir hier haben. Ah, okay, hier haben wir nochmal eine schicke Abkürzung freigeschaltet. Sehr schön, das heißt, wenn wir dort sind, können wir über den Aufzug und später dann, wenn wir den zweiten freischalten, über den zweiten Aufzug direkt nach oben, höchstwahrscheinlich zum Boss düsen, ne? Und das Baby erinnert mich an Resident Evil Village. Lässt sich dieses Ding auch nach oben und unten fahren? So, das Zeug sieht irgendwie wie eine Falle aus. Wir haben aber die Zeit schon wieder fast um. Bevor mich das da irgendwie eiskalt erwischt. Machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Heiltränke sind auch sehr angeschlagen. Ich düse einmal zurück, sichere die Echos. Schau nochmal, ob ich die ein oder andere Waffe aufwerten kann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier in diesem Albtraum weiter. Wir schauen mal, wie das Ding hier ausgeht. Und vor allen Dingen auch, höchstwahrscheinlich, wie denn der Albtraum-Boss hier ausschaut. Oder vielleicht sind es ja auch wieder mehrere Bosse.